So, dann mal runter. Zip. Und von hier aus... ja, überall hin. Obwohl, so viele Wege scheinen es gar nicht zu sein, weil ich denke mal, der ganze Bereich hier blockt hier alles. Also hier werden zwar kleine Plattformen sein, aber keine wirklichen Konstrukte, also Gebäude oder dergleichen. Das heißt, hier unten ging es auch nicht weiter. Dann ist da gar nicht so viel. Außer hier ist irgendwo noch ein Gang in den ganzen Bereich. Genau, gucken wir erstmal hier nach Osten, wo einmal gedrückt steht. Vielleicht kommen wir da über das Wasser rüber. Und sonst gehen wir hier nach und nach diese Grisselbereiche mal ab. So, also Osten. Wo wir eh schon hingucken. Sehr schön. Okay, das ging schnell. Stimmt, hier war noch eine Keule. Die hatten wir schon mal gefunden, oder? Aber die war nur angeschlagen. One Maze, genau. Das bringt uns nicht so viel. Da ist ein Tentakel-Ding, das wird ignoriert. Es dauert viel zu lange, die umzubringen. Ein Vorhang aus Wasser, wo wir nicht irgendwo durch können. Nee. Okay, definitiv eine Sackgasse. Aber wenigstens haben wir sie jetzt eingezeichnet. Und die eine Fackel ist weg. Ist okay. Können wir mit leben. Wir gehen jetzt an der östlichen Grenze von unserer Karte gerade lang. Oh, hier geht's hoch. Oh, hier geht's sowas von hoch. Naja, du bleib mal schön da und halt die Füße still. Wir hätten gerne das Plattenzeug angeblich. Ja, sieht aus wie Platte. Du bleib mal hier. Blub. Du kommst... Oh, das Plattenzeug ist zu schwer. Wo habe ich gerade den Trank hingetan? Du da rein. Unsere Kettenhaube ist angeschlagen. Unser Kettenhemd ist serviceable. Also Haube könnte ich hier bleiben. So. Dann können wir den Panzer hoffentlich aufheben. Nein. Mist. Au. Warum kannst du mich hauen, du garstiges Ding? So, Blutigel. Da gegen die Wand. Helm schon mal aufsetzen. Bist du beschädigt? Ja, warm. Du bist auch warm. Alles ist warm, weil es wahrscheinlich schon dutzende Jahre liegt. Aber so ein Plattenpanzer ist bestimmt cool. Ich lass mal die angeschlagene oder die nicht so gute Keule hier. Komm schon, wirf endlich. So. 9. Also wenn 9 an Gewicht nicht reichen, weiß ich auch nicht. Also. Oh, sehr cool. Jo, das nehmen wir so erstmal mit. Können wir irgendwas wieder mitnehmen? Ja, sehr schön. Okay, Karte. Hat sich definitiv gelohnt, die sich umzugucken. Aber scheint hier nirgendwo weiterzugehen. Also kurz mal südlich gucken. Doch, da geht's weiter. Okay. Eigentlich wollte ich direkt zurück zur Rumpelkammer, aber na gut. Wo wir gerade mal hier sind, können wir auch ein wenig aufdecken. Haben wir noch Öl? Jo. Damit wir weiter gucken können und weiter die Karte zeichnen. Tentakelvieh wird wie immer ignoriert. Wir gehen immer noch Richtung Süden. Also ja, hier scheint doch noch ein ganzer Komplex zu sein. Karte. Hey, jo. Wir haben noch ganz viel zu erforschen. Hätte ja auch sein können, dass das Ganze nur so eine kleine Etage ist, aber nö. Scheint wohl immer alles ausgereizt zu werden. Gehen wir erstmal hier Richtung Westen, in der Hoffnung, dass wir irgendwie von hinten die Tür hier aufbekommen. Und so zurück zur Rumpelkammer kommen. Da ist schon mal eine Tür gewesen. Jede Menge Abzweigungen. Und ein roter Ex-Mensch. Hallo? Sprechen. Bika Sorklik. Hallo Ex-Mensch. Ta so 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 so.
verstehe nicht. Tschüss. Kann der da unten mit uns sprechen? Beaker, Sorglick. Also Beaker ist eine Grüßung. Bist du... Es könnte heißen, bist du ein Freund der Tepa, also der Ex-Menschen. Könnte auch heißen, bist du ein Feind der Ex-Menschen. Aber das fragt man eigentlich nicht. Ich sag mal ja. Bist du ein Freund der Cesare? Wer waren die Cesare? Meine Unterlagen sagen mir... Schaschnik war der Anführer von den Dingens. Cess war ja. Cesare sagt mir jetzt so nichts. Nö. Wer ist das? Tosser sind nicht. Yeshua. Klick. Was? Zur Hölle. Tosser Saw? Nee, komm. Das bringt so nichts. Ich will nicht aus Versehen irgendeinen Krieg auslösen. Der Avatar hat gesagt, wir müssen alle Menschen töten. Auf sie. Irgendwas in der Richtung. Also versuche ich mal weiter Leute anzusprechen, in der Hoffnung, dass irgendeiner davon weiß, was ich sage. Und mir mehr Hinweise darauf gibt, was bedeutet. Dürfen wir nicht aufmachen? Ist abgeschlossen. Oh, die geht auf. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh, ein Mensch. Hallo Mensch, und du lebst nah an den Echsen. Du kennst bestimmt ein paar Echsenwörter. Oh, hallo Bandit. Ich bin bloß der Geogon. Was suchst du, Geogon? Ich suche des Barons Tochter? Ich weiß nicht, ob man Banditen sowas offensichtlich fragen sollte. Ich suche Informationen und Handel. Ich habe weder das eine noch das andere. Können wir irgendwas austauschen? Nein. Hier ist ganz schön aggressiv. Wir sollten sie einfach umbringen. Na gut, gehen wir fürs Erste. So, Bandit, sprich dich nochmal an. Warum bist du so aggressiv? Ich werde dir sagen, was aggressiv ist. Und greift uns an, ha? Huh? Ja. Na gut, werte Dame. Du brauchst eine Lektion. Oder auch nicht, sondern einfach nur den Tod, damit du andere nicht mehr so anfahren kannst. Kaputt, kaputt. Niemand legt sich mit dem Avatar an. So, hast du nun davon, Zicke. Also, was haben wir da Schönes? Lederweste, Serviceable Shortsword, Excellent Cudgel und ein Schädel. Wo ist der Rest von ihr geblieben? Und ein grüner Trank. Können wir nicht aufheben. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind ein... Oh, 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 oh. Da ist schon mal eine Giftratte. Das Schwarze da. Und das Ding ist definitiv stärker als diese leichte Keule. Aber ja, es kam mir gerade so vor, als wenn wir in Banditenlager reingestolpert wären, weil da so viele Türen waren. Oh, Schalter. Oh. Echsen? Okay. Hier ist schon mal ein Schalter. Oh. Benutzen. Zick. Oh, oh. Drei Knöpfe. S. Also ja, es ist eigentlich hier, aber ich werde schon wissen, was gemeint ist. Was bist du? Holzspäne. Ach so. Irgendwelche Giftdorn pieksen in unsere freien Körperteile. Aber ich will gucken, was da hinten steht. Links, rechts, Mitte.
Okay. Links, rechts, Mitte. links, rechts, Mitte. Okay, also hätten wir es von dieser Seite auch öffnen können. Sehr schön, dass ich dafür in Giftdorn gelaufen bin. So, jetzt nach Norden und da die Tür öffnen als Verbindung. Die war die ganze Zeit schon offen? Ha. Okay. Ja, jetzt könnten wir hier zurücklaufen. Okay. Also hier waren irgendwo Bandit. Mindestens einer. Aber jetzt laufe ich erstmal hier die ganze Westkarte entlang. Also die Westseite der Karte. Damit das alles schön aufgezeichnet wird. Und wir uns nicht fragen, ob es da doch irgendwo weitergehen könnte. Funktionieren die Rohre hier? Nein. So, Sackgasse. Und das hier kennen wir jetzt zu Genüge, richtig? Richtig. Okay, jetzt nach Süden und den ganzen Bereich hier einzeichnen. Südlich, so. Oh, ein grüner Pilz. Können wir dich mitnehmen? Nö, selbst der grüne Pilz ist zu schwer für uns. Wir müssen definitiv demnächst zurück zu unserer Rumpelkammer. Oh, wir kommen hier gar nicht hoch. Okay. Dann halt hier rauf. Darauf. Hops. Nein. Wir sind genau in das Wasserloch gesprungen. Oh, nicht beißen. Auch wenn sie nicht besonders viel Schaden machen, denn wir haben ja eine Plattenrüstung an. Auch wenn es mit den Armschulen ein wenig komisch aussieht. Also, dass wir noch keine. Dass wir noch keine bisher gefunden haben. So. Probieren wir es mal so. Genau, schon viel besser. Und jetzt müssten wir genau da sein, wo es nicht eingezeichnet ist. Und das ist eine Sackgasse. Na gut, das meiste davon werden Sackgassen sein. Das sind einfach die Stellen, wo man runterfällt, wenn man von diesen Plattformen hier stürzt. Aber ja, vollständigkeitshalber und so. Da, da. Oh, da ist noch eine kleine Plattform im Wasser. Liegt da was drauf? Nö. Aber wir könnten von hier darauf springen. Probiere ich leider mal. Ja, hier ist nichts. Okay. Darauf. Hier Anlauf nehmen. Und hopp. Jo. So, da war der grüne. Hier ist anscheinend nichts. Hier wird auch nichts sein. Nee, komm. Ich will nicht aus Versehen irgendwo was übersehen. Also springen wir jetzt hier wieder runter, laufen links an der Wand lang. Und behalten dabei unsere Lebenspunkte im Auge, denn die gehen doch langsam runter. So, links rum, links rum. Sackgasse. Nix. Da geht's wieder hoch. Ja, ich muss von hier aus nach Nordosten, um da das aufzudecken. Also genau hier an die Wand ranstellen. Yeah. So, besser? Nö. Ach so, das ist schon aufgedeckt. Das ist gar nicht dieses Hellbraun, sondern das ist das Hellbraun. Sehr schön. Das heißt, hier ist definitiv nichts mehr und da kamen wir nirgendwo hoch. Also ist der ganze Bereich hier aufgedeckt, bis auf die Türen halt. Aber da komme ich nur hin, wenn ich mich da rein teleportiere. Okay, also zurück nach Nordwesten. Zu dem Gebiet, wo wir uns doch recht häufig aufhalten. Obwohl, warte mal. Wo führst du hin? Oder wir gehen einfach hier rum, hm? Das klingt ein wenig einfacher. Hallo, Ex-Mensch. Kannst du mir was Neues beibringen? Pika. Du sprichst die Echsenmenschsprache. Sehr gut.
Ich versuche mein Bestes. Wie kann ich dir helfen? Du wünschst zu handeln? Und dann sagt er Sell A. Was ist Sell A? Heißt das Handeln auf Exisch? Ja. Okay. Du. Das hier. Ses. Ses war ja. Ja. Also dann schreibe ich mir nochmal Sell A auf für Handeln. Sell Apostroph A. Handel. Alle mitnehmen. Nicht 000. Irgendwas anderes. So. Bye bye. Bye bye.